Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik. In 5 Minuten geht es um Folgendes, um die stromrichtige Messung bzw. spannungsrichtige Messung und welche verwende ich bei welchem Widerstand. So, zuerst mal, warum stromrichtig, warum spannungsrichtig und was liegt das? Das liegt einmal am vorne am Messaufbau, also hier ist der Messaufbau für stromrichtig hingezeichnet. Das bedeutet, das Ampermeter misst exakt den Strom, der durch den Widerstand fließt, und das Voltmeter misst auch den Strom bzw. die Spannung, die über dem Ampermeter, könnt ihr euch das hier so als kleinen Innenwiderstand vorstellen, dass auch, also die Spannung, die über dem Ampermeter drüber liegt und auch die Spannung, die über dem Widerstand drüber geht. Deswegen, Strom ist richtig und Spannung ist leicht verfälscht durch diesen entsprechenden Innenwiderstand. Bei der spannungsrichtigen Messung sieht es genau andersrum aus, und zwar die Spannung, die das Spannungsmessgerät misst, ist die Spannung hier am Widerstand R, aber das Strommessgerät misst den Strom, der hier durchfließt. Dieser teilt sich auf einmal in den Pfad des Spannungsmessgeräts und auch in den Pfad des Widerstands. Deswegen misst das Ampermeter mehr als das Spannungsmeter. Das hier an dieser Stelle, deswegen Spannung wird richtig gemessen, Strom wird falsch gemessen. Das zur Theorie, und jetzt die große Frage, wo nehme ich was her? Also, wenn dieser Widerstand hier, den zu messenden, groß ist, also nicht irgendwie so 0,5 Ohm rum, sondern richtig groß ist, was weiß ich, 100 Ohm, 200 Ohm, 1 Kilo Ohm, dann verwende ich die stromrichtige Messung. Wenn der Widerstand hier klein ist, also jetzt hier so 1 Ohm, 0,5 Ohm etc., dann messe ich mit spannungsrichtig, also mit diesem Messaufbau. Ja, hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Falls ja, Daumen hoch. Hier oben dürft ihr noch abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und hier oben geht es mit weiteren Videos weiter und hier mit dem Elektrotechnik-Grundkurs. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander Wimmerhin hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss und auf Wiederschauen.